So, meine Freunde, willkommen hier wieder zu einem verschollenen Let's Play von mir wieder mal. Wie so einige verschollene Spiele, gerade Outlast 2 habe ich gedacht, könnten wir mal zu Ende spielen. Hier wieder mit Facecam, man hat mich schon lange nicht gesehen, ich sehe immer mehr wie ein Neandertaler aus, meine Haare sind schön gewachsen. Und das letzte Mal sind wir irgendwo stehen geblieben, kann ich mir erinnern, irgendwas mit, ja, mit so einem Maisfeld oder sowas. Ich kann mich wenig noch erinnern, ich weiß nur noch irgendwas mit der Frau oder so, dass die, glaube ich, schwanger geworden ist oder weiß das ich was. Und ja, so irgendwie ein Viech eingepflanzt wurde, ich weiß nicht genau, wie das ist. Wir werden aber sehen, was dann auch auf uns zukommen wird in dem Spiel. Und ja, das wird jetzt wieder Outlast, werden wir auf jeden Fall zu Ende spielen, denke ich mal. Und ja, ich nehme es gerade auf, ein Tag bevor die Beta von COD ist. Es wird wahrscheinlich an dem Tag, wo die COD Beta ist, hochgeladen. Oh, ja, das Problem ist, oh shit, dass ich die Steuerung auch nicht mehr kenne. Das wird bedeuten, dass ich auch keine Ahnung mehr habe, wo ich lang muss, was ich machen muss, was überhaupt. So. Hier liegt eine Leiche. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich lang muss, wo ich hergekommen bin. Ich weiß so ziemlich gar nichts. Das ist immer das Blöde, wenn man ein Spiel ewig nicht gespielt hat und dann wieder irgendwo anfängt. Jetzt muss ich nur schauen. Da ist auf jeden Fall so ein Typ, der da irgendwo rumläuft. Ich weiß halt auch nicht mehr, wie man interagieren kann, wie ich Türen öffne, welche Taste, ob das die Maustaste einfach war oder. Ihr wisst schon. So, wir laufen jetzt einfach mal und gucken. So, Nachtsichtgerät, weiß jetzt auch wieder, wie man den aktiviert. Weiß halt auch nicht, wo wir lang müssen. Schon zu lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Sehr, sehr lange sogar. So. Wir müssen uns erstmal wieder in das Spiel ein bisschen einarbeiten. Ich habe gemeint, dass ich das letzte Mal, wo ich gespielt habe, irgendwo im Maisfeld rumgerannt bin und dann verreckt bin. Irgendwie sowas. Habe ich im Kopf. Mehr auch nicht. Es könnte sein, dass wir da lang müssen, wo wir diesen Heini da gesehen haben. So, wenn wir Nachtsicht anmachen, können wir auf jeden Fall nicht weit schauen. So, da ist so ein Typ. So, da haben wir vorhin auch geschaut. Also gibt es eigentlich fast nur noch diesen Weg hier. Da, wo der Typ da rumläuft. Der macht hier scheinbar nichts. Oh! So viel zum Thema. Der macht scheinbar nichts. Der macht scheinbar uns tot. Nicht, vielleicht lässt er uns da. Der will nicht, dass wir zu ihm gehen, aber er lässt mich in sein Häuschen.
So, da haben wir eine Batterie. Hier haben wir noch irgendwas. Kannst du keinen. Achso, Verbände. Sieht so aus. Ach, der macht uns. Hallo? Ein bisschen verwirrend, da jetzt nochmal klar zu kommen. So. Da läuft jetzt so ein Freak rum. So. Jetzt schließen wir mal alles ab. Dann könnte ich schon mal nicht reinkommen. Verbände kann ich nicht mehr nehmen. Da läuft ganz halt so ein Typ rum. So, im Moment ist hier niemand. Ich glaube, ich laufe auch einfach gleich weiter, als dass ich lange rummache. Ja. Das wird helfen. Oh shit. Oh shit. So, schnell hoch. Da auch. So, ich glaube, hier werden wir erstmal sicher sein. Jo, hier ist aber nichts. Hier weiter? Ja. Da können wir uns vorbeischleichen. Bin ich durch das Maisfeld das letzte Mal durchgekommen? Kann es sein? Irgendwie? Weiß auch nicht. So. Da war wieder das Komische mit der scheiß Schrift des öfteren Mal. Aber mal gucken. Jetzt können wir... Ihr könnt es selber lesen. Ich habe keine Lust, alles zu lesen. Weil in so Spielen ist das Problem, es gibt einfach zu viel zum Lesen. Und bin nicht so der Lesefan. Beziehungsweise der dauernde Lesefan. So, hier ist viel Blut. Hier sind komische Leichen. Einer ist direkt unter mir. Aber ich glaube nicht, dass da jemand kommen wird. Von so einer Scheiße erschrecke ich mich. So. Was die aber für komische Sachen machen. Die sind echt komische Leute. So. Hier ist so ein Leichen. Standard. Ich glaube, ich würde direkt kotzen, weil es muss stinken und es einfach so ein Seich anfassen zu müssen. Ekelig. Oder kommt jetzt die Geschichte mit dem Maisfeld, wo wir uns versteckt haben? Nee, oder? Glaube nicht. Wir sind da, glaube ich, echt durchgekommen. Ich kann mich an die Stelle null erinnern. Nee. Durch das Maisfeld sind wir das letzte Mal gekommen. Da bin ich mir sicher.
Nachdem ich das hier so sehe. So, da seht ihr, das meine ich. Der versteckt sich jetzt nicht etwa... Ekelig. Ekelhaft. So, hier haben wir wieder... Guck mal, da bin ich schon voll geblutet. Geist Jesu, mach mich bereit, Vater Knot. Leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge, lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus. Gnädiger Jesus, erhöre meine Gebete. Heile mich in deinen Wunden. Halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt. Und bereite mich auf des Teufelsstunde in der Gemeinde Temple Gate, so auf einmal auf Englisch, auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Ja, Freaks halt. Kann jetzt verwendet werden. Tom Clancy's wurde installiert, gedownloadet. Rainbow Six ist gerade am Downloaden. PS4. Ah, jetzt kommt wieder die komische Scheiße. Habe ich da gerade richtig gesehen, dass da 1000 Vögel jetzt gestorben sind deswegen? Wie war das eigentlich mit dem Inventar nochmal? Nee, das wollte ich nicht machen. Tab. Tab ist scannen. Verband verwenden. Ich muss momentan. Warum hatte ich gerade noch einen Verband? In der Hand. So, ich habe mir auch übrigens, Leute, überlegt, dass ich vielleicht... Eigentlich war es immer geplant, zwei Games... zu spielen, immer zwei Projekte zu haben. Outlast und dann nach dem COD würde ich mir überlegen, ob ich jetzt tatsächlich Neo weiterspielen werde oder ob das echt zu langwierig ist. Weil da muss man echt so mal schauen. Und dann hätte ich mir gedacht, ein altes Classic Game mal wieder zu spielen. Denn eigentlich war es ja geplant, ein Kanal mit vielen, vielen Classic Games. Old School. Zu 90er Zeiten sehr viel. Und ich habe... Hab ich überhaupt solche Spiele? Außer Crash Bandicoot, das aber ein Remake ist. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich da jetzt mal loslegen sollte, hier so Old School Games zu spielen. Und da hätte ich jetzt... vorgehabt eventuell was zu starten. Das ist auch ein etwas größeres Spiel, aber es ist ein sehr geiles Spiel für mich. Also ich habe es 1000 Mal durchgezockt und jo, ich habe da sehr Spaß dran, es weitere 1000 Mal zu spielen. Ich habe mich jetzt ernsthaft verletzt. Es sind aber viele Vögel hier bei einem Haufen. So, dann schauen wir mal. Laufen in eine dunkle Höhle. Rutschen eher. So. Schauen wir mal. Kann hier nur schön werden. Da hat's gerade gelaggt. Ja, mein PC wird langsam echt alt. Deswegen tut es, glaube ich, ganz gut, mal so Oldschool-Games zu spielen. Oh. Das sieht natürlich auch schön aus. Church. No, no. Some kind of heretic temple. Ja, das könnte man so sagen. So, das brauchen wir nicht. Hier war so Schädel. Hier liegt nochmal eine Leuche. Setzt er sich gleich wieder. Das ist da so wie.
Zu blöd zum Springen. So, eigentlich müssen wir gar nicht so oft die Kamera benutzen, weil wenn ich was einsammeln kann, dann... Dann leuchtet es eh. Wie schrecklich das aussieht. Der hat noch so ein Duckface gemacht. So, tasten wir uns langsam heran. Ganz langsam, dass wir uns nicht erschrecken. Boah, der ist immer schneller gerannt. Ich glaube, der wurde beim Kacken gehäutet, also der hatte noch die Stuhlgangstellung. Dann sieht man auch hier, muss ja ein bisschen die Arschbacken auseinanderspreizen, weil das scheinbar schon so ein schwerer Akt war. Der hier auch. Aber er wurde dabei so gehoben von dem anderen, weißt du, damit der da schön frei hängt. Okay, da sollten wir langsam mal. Was? Nein? Hallo? Hallo? Oh, da hängt jemand. Dann hoffe ich mal, dass nicht die Person hier jetzt geredet hat. Sonst wird's langsam strange. Oh, mein Typ, der hat schon hier Bange. Irgendwie wieder so ein Oberketzer, so ein Oberhaupt von denen, der da so ein bisschen rumspinnt und die ganzen Leute zudrängt, sowas zu machen. Oder die bekehrt sozusagen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier stehe. Da liegt auf jeden Fall. Statt so eine schwule Taschenlampe mal zu nehmen. Nehmen wir diese Dreckskamera. Ich bin gerade so ein bisschen erschrocken von seiner Hand, wo der so rumfuchtelt. So, das kann man natürlich nicht durch. Das sind natürlich... Ja. Sagen wir mal nichts zu. So. Ich glaube, gleich geht's wieder los. Zu Leichen und Viecher und Typen. Ui. Typen, die uns erschrecken wollen. Ui, schön. Nein, noch nicht. Oder doch? Können wir da hoch? Oh ne, da ist eh nichts. Doch, da ist so eine Klappe. Okay, jetzt sollten wir... Ich hasse es, wenn es so macht. Jetzt sollten wir vorsichtig sein, denn ich glaube, da geht's bald wieder rund. Ih, was ist das denn? Diese Soundeffekte, diese Geräusche, die sind auch echt schlimm. Hallo, bohr mir mal in der Nase. Hallo, oh, mich juckt's in der Nase. Kannst du mal ein bisschen rumbohren, kratzen? Oh, yeah. Die Aussehen, hey. Schön, so knallrote Kerzen. So, da könnt ihr wieder natürlich loslegen und... Ups. Und, ja, lesen. Wenn ihr das möchtet. Ah, leg's doch wieder hin. So. Dann sperren wir mal auf. Wo ich glaube, dass das nicht so eine gute Idee ist. Hallo? Okay. Ah, nehme ich doch lieber. Ui. Ist er noch lebendig? Bewegt er sich? Ne, das sieht sehr tot aus eigentlich. Uiuiui. Alter, hör doch auf. Der Freak hat mich gerade voll erschrocken.
Nachladen. So wie als würde ich jetzt hier eine Knarre haben oder sowas. Weiß nicht, ob ich hier zu nah an der Leiche rumlaufen soll. Da nicht vor uns zu erschrecken, da können wir nicht durch. Ist auch nicht so dunkel eigentlich hier, also sehr hell. Naja, es sind keine Freaks. So, was haben wir hier? Ja. Gabelknochen-Sandwich mit süßen Gewürzgurken. Falls ihr das kennt. Aus wie Steinsuppe. Es gibt nichts Besseres. So, da könnt ihr natürlich wieder lesen. Steinsuppe. Es gibt nichts Besseres. Interagieren. Oh. Das war natürlich... Oh, rück nicht so viel rum, gell? Also hier. Nicht, dass du dich überanstrengst. So, unten war noch eine Tür. Ich habe das Gefühl, die Tür ist nicht so toll. Aber da gehen wir jetzt einfach mal rein. Oder auch nicht. War irgendwie klar. Da brauchen wir jetzt auch nicht rumschleichen. Da hauen wir einfach die Tür auf. Oh, natürlich geht die nur nach hinten auf. Ich habe schon so befürchtet, da wartet jetzt jemand um die Ecke. Das ist so der normale Ausgang hier im Dorf. Die machen das ein bisschen anders als wir. Wir sind halt keine normalen Menschen. Das sind normale Menschen. Könnte ein Aufzug sein. Das ist schön. Aufzüge. Nein. Sowas würde ich nicht unbedingt verwenden. Da ist jetzt natürlich wieder die Frage. Ob man da lang gehen sollte oder... Eher nicht. Was war das? Ja, mach doch auf. Komm. Einfach auf, Mann. Scheiß drauf, wenn da jemand ist. Dein fucking Ernst. Oder, hä? Irgendwie, nein. Nix, ich hab nix gesagt, Leute, vergesst es einfach. Na. Ich weiß nicht, wo ich bin. Sollen wir mal schauen, was die Alte so macht, wenn wir einfach zu der hinrennen? Irgendwie, weiß nicht. Hä? Bist du blöd? Weg, du alter Sack. Ja, gehen wir lieber in den Aufzug hoch. Aufzug. Was müssen wir doch in die Stadt? Können ja einfach durchrennen, die alle mal wegtreten, also. Könnte man schon machen. Hi. Na? Kumpel. Es geht so. Könnt ihr mal reinkommen? Hallo? Hallo? Die Stirn. Da stecke ich auch immer gern mein Messer weg, mein Küchenmesser, wenn ich fertig gekocht habe. So, Leute. Und dann würde ich sagen, war das mal wieder so ein Part.
schon lange nichts mehr richtig aufgenommen, also ein richtiges Let's Play, sondern zwar waren es immer Streams oder ähnliches. Mal wieder cool. Mal wieder mal aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, ich sehe mich das nächste Mal. Wie gesagt, COD. Wird alles in dem Livestream. Wahrscheinlich kommen wir nicht sehr viel einfach Spiele am Stück und ich da nicht Bock habe. Bla bla, stopp. Und ich will einfach suchten. Und da werde ich natürlich mitnehmen und ihr könnt mein Rumgesuchte miterleben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei Let's Play Outlast 2. Bis dann. Ciao.